Heute, was geht ab, Leute, Junge? Das Rock-Event läuft im vollen Gange. Tag und Nacht wird nach Lavita gescannt. Wir nennen es auch Lavitour. Und die Folge heute auch wieder auf Tour. Das zeige ich euch gleich. Davor müssen wir noch über ein paar Sachen reden. Sonntag waren wir am Schloss. Kleine Lockmodul-Party. Kleine Pause, da die Map ein paar Probleme gemacht hat. Und ich habe auch schon ein paar Nachrichten von euch bekommen, gesehen, dass bei euch auch die Maps down sind, kaputt sind. Bei euch ein paar. Bei manchen war es am Freitag, bei manchen am Samstag, bei uns zum Beispiel in München war es am Sonntag. Ihr habt gesehen, Philipp war im Video, er meinte, es wird alles wieder gut. Er arbeitet hart dran, also immer fette Shoutout an Philipp, echt krasse Arbeit, die er leistet. Wir sollten echt alle dankbar dafür sein. Also, ich habe gestern, glaube ich, sogar eine Nachricht bekommen, dass ich ihn grüßen soll von Leuten aus Rostock oder so. Der kümmert sich auch um die Map da. Also, echt krass, was er alles macht. Ja, und die Map macht Probleme. Niantic hat wieder ein paar Sachen eingeführt, neue Security Measures. Und Bot-Accounts werden gebannt. Die werden nicht nur gebannt, die werden geshadowbannt, nennt man das. Wo die keine Response mehr sehen können und echt komische Sachen. Ich check's auch nicht ganz genau und auf jeden Fall, Maps sind down, Maps laufen über Bots und Bots werden irgendwie gemarkt, gekennzeichnet oder wurden gekennzeichnet und die gekennzeichneten Bots sehen jetzt nicht mehr alle Respawns und dadurch gibt es irgendwie Hackmeck. Also hier steht, dass Accounts, die vor 3 bis 6 Monaten hergestellt wurden, gekennzeichnet wurden von Niantic und die können jetzt anscheinend keine Respawns mehr sehen. Das heißt, alle Map-Seiten müssen neue Accounts herstellen und die leveln und die hochziehen. Das heißt, IV zum Beispiel sowieso down und dass die Map in München ist halt riesig, dass die überhaupt läuft, braucht halt ewig viele Bots. Aber ich kenne mich da nicht aus, Philipp macht das schon. Ich vertraue auf ihn, hoffentlich regelt er das. Ja, auf jeden Fall, wer weiß, wie lange wir noch so Scanner-Touren machen können. Deswegen sollte man die Chance, die Gelegenheit immer nutzen. Die Scanner-Touren sind echt eine lustige Sache, die sind immer super saftig. Gefällt euch auch immer. Ich sehe, dass die immer gefragt sind, dass die immer viele Views und Likes haben. Also gehen die hoffentlich noch eine Weile. Mal schauen. Aber jetzt erstmal zu der Tour von gestern. Servus. Okay. Ich bin jetzt schon verwirrt. Oh mein Gott, ich hoffe, die Kamera hat das aufgenommen. Wenn nicht, dann müssen wir das später nochmal machen. Okay, ja, dann kommt der wieder. Das war echt cool. Also, was wollen wir gleich so laxen? Als erstes? Keine Ahnung. Stones, ja. Ich fahre mal Lavitas. Du hast Bock auf Lavita. Drauf an, ob irgendwas in der Nähe ist, aber ich habe nichts gesehen. Nein, Evoli, ich hab ihn noch nicht. Das ist ein Stückchen vor. Also ja, erster Stop, Galaxo. Kann man schon mal mitnehmen. Das geht an dich, Felix. Auch wenn gerade Lavita Zeit ist, Saison ist. Unsere Galaxo Competition läuft immer noch. Nein! Kein Kommentar. Jetzt sehen wir das doch mal auf. Wie gesagt, jetzt sehen wir das doch mal auf. Dann können die das sehen. Krass. So ein kleines Lavita als Trostpreis, falls ich ihn bekomme. Das scheint wieder zu kommen, oder? Mehrere jetzt Ja, gerade. gleich nächste. Direkt gelbe Arena, wir sind hier in Bogenhausen. Ihr wisst, wem das Gebiet hier gehört. Links viele abbiegen bekannte auf Gesichter hier. Waldplatz, dann links abbiegen auf Wasserstraße. So, zweites Lavita. Das dritte wartet auch schon auf uns.
AG, was ist hier los? Und? Ja, ich hab ihn. Alles klar. Aufsteigen kurz. Ah ne, hier ist er. Puh. Oh nein, das ist geflohen. Heute nicht mein Tag, Leute. Heute echt nicht mein Tag. Das zweite. Ja. So, der nächste. Noch 35 WP. Chancen stehen gut, dass es nicht wegläuft, Leute. Ich werfe heute aber auch nicht gut. Kein Grade. Okay. Immerhin. Das nächste. Eins habt ihr verpasst. Da mussten wir schnell weiter. Ich habe da ein süßes Mädchen gesehen, das auch Pokémon gespielt hat. Die anderen haben die nicht gesehen. Die haben sich nur auf die Pokémon konzentriert. Habe ich auch gesehen, ja. Da geht's. So, nächstes Lavita. Ich habe schon ein paar verpasst, aber. Nee, ich habe schon. So, die sagen, ihr habt schon ein paar verpasst, die habe ich nicht gefilmt, aber. Es geht. Ganz gut ab heute. Oh mein Gott. Irgendwie habe ich heute Schiss jedes Mal, wenn die ausbrechen, dass die abhauen. Heute habe ich kein Selbstvertrauen. Jetzt kommen Leute. Du hörst wahrscheinlich welche, die ich kenne. Haben wir ein nächstes Ziel, Alter? Hä? Haben wir ein nächstes Ziel? Ich muss noch schauen, ich fange es gerade. Ich habe es erst angeklickt. Ja. Ein wilder Hong ist erschienen. Yeah! Ich dachte doch nicht zu dem Relax hin. Nee. Nee, weil ein neues Leute gesucht ist. So, das war's, Leute. Erfolgreiche Tour. Ich hab einen nicht bekommen, der ist abgehauen. Elder hat einen verklickert. Aber sonst war's nicht schlecht. Wir checken nochmal seine geile Tür ab. Alles klar dann? Alles klar. So, das war's. Chillige, saftige Runde mit Elder. Klassen Wagen hat der. Ein paar Lavitas mitgenommen. War nicht schlecht. Map macht zwar gerade Probleme, aber die Ausbeute kann sich trotzdem sehen lassen. Die anderen gehen richtig krass ab. Vor allem heute, morgen ist ja Feiertag, das heißt heute die ganze Nacht durch. Was ich wahrscheinlich nicht machen werde. Hab auch nichts geplant für heute Morgen, muss mich auf andere Sachen konzentrieren. Aber falls sich was ergibt, bin ich natürlich immer am Start. Mal schauen, wie lange das noch geht. Ob die Map zurückkommt oder weiterhin Probleme macht und Niantic sich da durchsetzen kann. Wir hoffen es natürlich nicht, aber man weiß es echt wirklich nie. Die Map kann von einem Tag auf den anderen auf einmal aus sein. Wer weiß. Kann auch sein, dass Philipp auf einmal keinen Bock mehr hat und ciao Map. Aber jetzt geht's noch und das Lavita Event sollte man noch ausnutzen. Schreibt unten in die Kommentare, wie viele Lavitas ihr gefangen habt bisher. Und was ihr vom Rock Event haltet. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Facebook und Instagram. Und vergesst nicht, Pokémon ist jetzt Business.